Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind auf dem Weg zum... Wohin gehen wir, Kali? Genau. Die Anna-Marie ist auch dabei mit ihrem Hund. Ja, die Kali hat einen Panda-Bär dabei. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Ich habe, wie man vielleicht so unschwer erkennen kann, meine Wimpern machen lassen. Ich kann es irgendwie nicht lassen, aber mir sind die jetzt schon wieder viel zu krass, muss ich sagen. Ich hätte es gerne etwas natürlicher gehabt. Aber gut, jetzt muss ich da durch die 3 Wochen. Wir laufen jetzt hier in der Straße noch ein bisschen entlang, muss ein bisschen aufpassen. Die Anna-Marie hat ihren Hund dabei. Das ist irgendwie ihr neues Lieblingsstofftier. Und dann erzähle ich euch später, was wir noch alles zu erledigen haben. Wir wünschen euch erstmal viel Spaß beim Video. Guck mal, da oben ist die Carla. Tschüss. Gehen wir weiter? Tell me how to be closer to ya. Tell me how and I'll do it, babe. Cause I just wanna make you feel what do about ya. So just tell me how and I'll do it, babe. I love it when you whisper in my ear. Words only meant for me to hear. Promise that your secret's safe with me. You're the only reason, yes, you're the only reason. Baby, you're the answer to my prayers. Feeling like the world is in our hands. Now I know that this is meant to be. You're the only reason, yes, you're the only reason I'm free. Wir haben jetzt die Carla in den Kindergarten gebracht und laufen jetzt zum Blumengeschäft. Da müssen wir einen Gutschein holen für eine Beerdigung. Da wollte ich eine Trauerkarte schreiben und wollte dort einen Gutschein für den Blumenladen holen und vielleicht ein paar Blümchen für mich. Und dann müssen wir noch in einen Bücherladen. Da gibt es eine Geschenkekiste, weil die Felice morgen auf Kindergeburtstag ist. Und zum Bäcker wollten wir noch. Ich glaube, das war's. Das war alles, was wir erledigen mussten. Zumindest heute Vormittag vor dem Haushalt. Und heute Mittag steht auch einiges an, das erzähle ich euch aber zu Hause in Ruhe. Ich laufe hier so ein bisschen im Berg hoch, über mehr. Und Anna-Marie ist jetzt aktuell noch ganz im Kinderwagen. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Dann machen wir uns unsere Erledigung und hören uns dann, wenn ich hier zu Hause bin. Wir sitzen jetzt alle im Auto. Da hinten ist die Anna-Marie und die Mira. Und hier hinten ist die Carla. Hier drüben ist der Christian. Hi. Ja. Wir fahren jetzt nämlich uns eine Schule anschauen. Die Mira wird nämlich nächstes Jahr kommt in die 5. Klasse. Dieses Jahr. Dieses Jahr kommt sie in die 5. Klasse. Okay, Mira? Ja. Altes Haus? Aber wo genau oder wie wir es hier einschulen, wissen wir noch nicht. Also, wie wir es hier einschulen, wissen wir schon, wie es funktioniert. Aber an welcher Schule wissen wir noch nicht. Deswegen schauen wir uns jetzt ein paar Schulen an. Und davon ist heute ein Tag der offenen Tür. Und später habe ich dieser kleinen Maus da hinten. Was habe ich dir denn versprochen? Eine Barbie zu kaufen. Genau, die Carla hat nämlich zu Weihnachten ganz viel Gutscheine geschenkt bekommen. Weil sie hat ja auch vor Weihnachten Geburtstag am 20.12. Und deswegen habe ich ihr versprochen, dass wir... Sie wünscht sich unbedingt eine Barbie und wir davon einen Gutschein benutzen. Und das ist natürlich völlig okay. Und deswegen kriegt sie eine Barbie. Oder darf sie eine Barbie aussuchen. Da fahre ich mit ihr später noch hin. Und die Felice, wer zählen kann, wir sind nur zu fünf, drei Kinder. Die Felice ist Schlittschuhlaufen mit ihrer Freundin. Und die Anna-Marie erzählt. Spricht. Papa. So. Jetzt werden wir uns die Schule anschauen, da werden wir natürlich nicht die Kamera mitnehmen, aber werden mal danach erzählen, wie es denn so war in der Schule. Das ist unser erster Tag der... Nee, wir waren schon mal auf einer Schulveranstaltung, wo wir uns angeschaut haben. Und jetzt schauen wir uns nochmal eine andere an. Und ich glaube, dann sind es noch 3 weitere Termine, die wir schauen wollen. Oder an denen wir gucken wollen, wie wir es machen. Die hier ist jetzt ein bisschen weiter weg, deswegen mal schauen, ob das überhaupt in Frage kommt. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt, wie das dann wird.
So, wir fahren jetzt ins. Wohin fahren wir denn eigentlich, Carla? Carla? Zu einem Barbie-Laden. Ja, sowas zu. Zum Spielzeuggeschäft, wo man Barbies kaufen kann, ne? Mhm. Da suchst du dir einen aus? Mhm. Und vorher müssen wir noch tanken, weil der Papa uns mal wieder ein Auto ohne Benzin übergeben hat. Nerv. Aber jetzt kriegt das Auto noch was zu trinken und dann geht's los zur Barbie, ne? Mhm. Genau, dann fahren wir zur Barbie. Ich habe jetzt meine Blutwerte bekommen und bin leicht schockiert. Ich hoffe, das wird beim Arzt geklärt soweit. Oder eine Wert ist halt schlecht, das ist der Vitamin D-Wert, aber den kann man ganz gut. Dann nehme ich jetzt ein bisschen Vigan-Toiletten, die Kinder auch immer bekommen. Vielleicht wird es dann besser, aber das erklärt schon meine Müdigkeit. Beim Rest müssen wir jetzt mal schauen. Die Schule war schön, aber ich glaube, das ist nichts für die Mira. Also ich glaube, die will eher hier im Ort auf die Schule gehen und nirgendwo hinfahren, was auch völlig okay ist. Sie muss ja dahin gehen und ihr muss das ja gefallen. Aber ich bin schon dafür, dass sie sich mal verschiedene Sachen anschaut, damit sie das einfach sieht. Und die sind jetzt zu Hause und hören auch einen Toni. Kali hört da hinten auch einen Toni. Und wir fahren jetzt mal los und fahren, wie gesagt, vorher noch tanken. Und dann schauen wir mal, welche Barbie sich die Kali aussucht. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car now. Was hast du denn bekommen? Annemarie hat was von Peppa Wutz bekommen, ne? Wollen wir das mal auspacken, Mäuschen? Hier, packen wir aus, ne? Warte mal schnell. Sag mal, welche Barbies du bekommen hast. Was können die denn? Also, die kann ihre Haare in Muster machen. Okay. Und ihre Haare hier. Stopp, Anne, stopp. Ihre Haare so. Hier, Annemarie sieht den Hund. Deswegen dreht sie gerade so durch. Die können irgendwas, glaube ich. Dreh dich mal. Das ist eine Tierarzt-Barbie, ne? Mit Hundebabys, irgendwie sowas. Oder? Und dann hast du noch das Baby bekommen, ne? Das hat sie schon ausgepackt. Hier ist das Baby. Hallo? Das Baby mit einer Flasche und irgend so einem Tuch da dabei noch. War es das? Genau, das hat sie auch noch sich mit ausgesucht. Und die Annemarie, die hat ein Peppa Wutz Auto bekommen eigentlich. Mausebär. Ein Baby ist das, ne? Sag mal, Baby. Lass doch die Windel an, Schatz. Sag mal, Baby.
Oh, kriegt das Baby die Flasche? Du tust ihm was zu essen geben? Baby? Ja. Ist die Windel aus? Sollen wir die Windel wieder anziehen? Ja, oder? Tust du das Baby füttern? Wir müssen die Windel wieder anziehen, Annemarie. Ja. Komm her, Chef. Wir sind jetzt beim Abendessen. Die Carla musste ihr Barbie-Spiel unterbrechen. Der Christian hat gekocht, solange wir Barbies kaufen waren. El Chefo, oh, ich sehe nur noch Lampe. Was hast du hier gezaubert? Eine feine Pilzrahmsoße mit Schweinelende. Und Spätzle. Und Spätzle. Und du, Anne, machst da drüben Sauerei? Ja. Hier ist übrigens mein Strauß. Ein Ranunkel hat es leider nicht überlebt. Ich weiß nicht warum. Ranunkeln, keine Ahnung, was das hier ist. Das sieht wunderschön aus. Hier mein absoluter Favorite im Sommer, Frühjahr meine ich. Jetzt zu der Zeit. Das ist Ginster. Der riecht so, so lecker. Und überall ein bisschen Eukalyptus drauf. Ich habe es diesmal so ein bisschen fluffig, wiesenhaft gehalten. Aber wieder sehr, sehr schön. Und du trinkst was, Anni? Wasser. Wasser? Soll ich dir Wasser reinmachen? Okay. Ich mache der Annemarie jetzt mal Wasser rein, dann essen wir und dann melden wir uns gleich nochmal. Ich mache der Annemarie. Hallo zusammen. Es ist mittlerweile Samstag. Wir waren schon unseren Samstag Alltag meistern, oder? So fast. Carla hatte ihren Schwimmkurs und wir waren alle... Oh. Wir fahren, ohne den Kofferraum zuzumachen und merken es erst, dass unsere Kamera in den Himmel scheint. So, Kamera ist jetzt wieder an Ort und Stelle. Christian auch. Auf jeden Fall waren wir schwimmen. Und haben auch eine Lösung gefunden für Annemarie, die sich ja bekanntlicherweise nicht gerne im Wasser festhalten lässt. Die hat nämlich jetzt ein paar Schwimmflügel verpasst bekommen, um genauer zu sein, Kraulquappen. Die zeigen wir euch mal. Oh Gott, wir hatten so eingepackt. Kann wohl jemand nicht so gut einpacken bei uns in der Familie. Auf jeden Fall gab es Kraulquappen. Und Christian, du bist jetzt also vor der Kameramann. Jetzt stehen wir an der Ampel. Jetzt rede ich kurz fertig. Kraulquappen, die werde ich euch später mal zeigen. Die sind richtig, richtig cool. Annemarie hat die super angenommen und dadurch war der Schwimmbadaufenthalt mit ihr echt cool, weil sie sich frei bewegen konnte. Und es hat, entschuldige bitte, ich soll entspannt sagen. Der Schwimmbadaufenthalt mit Annemarie war sehr entspannend. Ich konnte ganze 0 Sekunden auf einer Liege verbringen, aber er war total entspannt. Christian hier übrigens hier drüben hatte einen entspannenden Vormittag. Er hat seine Bahn geschwommen. Und was hat die Bär da zwischen so gemacht, während du geschwommen bist? Relaxed, entspannt. Ich hatte 3 Kinder. Das 4. Kind hatte Schwimmkurs und der Christian hatte auch sozusagen seinen eigenen Schwimmkurs. So, jetzt fahren wir auf jeden Fall, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, wir fahren jetzt ins Bauhaus oder in Hornbach oder in Obi oder in einen Baumarkt, Baufachmarkt. Baufachmarkt? Fachmarkt? Für Baustoffe. Es geht los. Christian, kannst du mal übernehmen? Christian hält euch jetzt. Genau, wir fahren da jetzt hin und schauen nach Carlas, für Carlas Zimmer nach Farben, wie wir es gestalten wollen. Auch das will der Christian eigentlich, glaube ich, gar nicht hören, weil er keine Lust hat, das Zimmer neu zu gestalten. Aber ich habe dann meine genaue Vorstellung, habe schon ein paar Ideen und jetzt gucken wir, wie wir die umsetzen können, zusammen, zu zweit. Christian und ich, wir beide. Wie wir das umsetzen können. Und dann werden wir mal schauen, dass wir das so sonntags und montags machen, ne? Also ich mache es montags. Montags muss er ja arbeiten, aber sonntags darf er mir bei dem schwierigen Teil gerne helfen. Christian, du darfst ruhig auch einen Kommentar dazu sagen. Echt, du guckst starr vorne weg. Und heute Abend werde ich mich mit einer Freundin treffen und wir gehen zusammen essen.
Christian adoptieren. Christian ist stubenrein. Er kann sich größtenteils selbst versorgen, braucht ab und zu etwas Aufmerksamkeit, aber ist sonst ein ganz umgänglicher Lebenspartner. Nein, Pfeffer, ich könnte nicht unser einziges männliches Familienmitglied verhökern. Das geht nicht. Das geht nicht, Schatz. Danke. Annemarie sitzt auch hinten drin. Und ich habe jetzt gerade beschlossen, dass wir zum Hornbach fahren. Sagst du? Du hast dich nur verfahren. Ich habe mich nicht verfahren. Wir fahren zum Hornbach und dann gucken wir nach der Arbeit für dich. Auf jeden Fall nehmen wir euch dahin mit und wir zeigen euch natürlich auch das Endergebnis, was wir dann so schön gezaubert haben. Die Kamera kippt. Bis gleich. Christian, bist du motiviert? Ich habe dem Christian jetzt das Bild gezeigt. Ich habe schon ihm erklärt, dass andere Männer freiwillig gerne samstags in den Baumarkt gehen. Ich weiß nicht, warum dieses Gehen fehlt anscheinend bei ihm. Dieses Baumarktgehen. Andere würden sich freuen, samstags in den Baumarkt zu gehen. Keine Ahnung. So, wir kommen der Farbgebung schon mal ein bisschen näher. Der Christian hat da vorne schon die Leisten. Jetzt müssen wir nur noch den Laminat holen und die Kinder sind beschäftigt mit, wir haben hier so einen Riesenwagen geholt. Annemarie, lass das drin. Und die malen jetzt ein bisschen. Wir waren im Bauhaus, nachdem der Hornbach eine gänzliche, einen Griff ins Klo war, kann man das so sagen, Christian? Ist total laut, jetzt tut mir leid wegen dem Auto, aber wir sind hier gerade auf der Autobahn. Sind wir ins Bauhaus gegangen und haben jetzt auch dort alles gefunden, was wir wollen, beziehungsweise wie wir es wollen. Bloß jetzt haben wir gemerkt, dass wir viel zu spät sind, weil wir die Felice vom Kindergeburtstag abholen. Das heißt, wir müssen jetzt am Montag nochmal hinfahren, das, was wir jetzt alles besprochen haben, kaufen, damit wir dann uns an die Sache ranmachen können. So schwer scheint es nicht zu sein, was wir machen wollen. Also wir trauen es uns zu, auch mit nicht so viel handwerklichen Können. Glaube ich, kriegen wir das hin. Und dann werden wir am Montag praktisch die ganzen Sachen nochmal einkaufen. Und dann hoffe ich, dass wir das auf die Reihe bekommen. Wir haben uns jetzt zumindest auf eine Farbe geeinigt. Und Kadi, was machen wir mit in die Farbe rein? Glitzer. Ja, wir haben nämlich herausgefunden, dass es dort Glitzer zu kaufen gibt. Christian ist überhaupt nicht begeistert von der Sache, aber wir werden in die Farbe Glitzer reinmachen. Wir werden in die Farbe Glitzer reinmachen. Und willst du sagen, was für eine Farbe das wird, Carla? Grün ist das, ein Grün. Ein Grünton, ja. Die Annemarie möchte, dass ich mich mit ihr unterhalte. Ich bin da, Maus. Ist nicht so gut drauf, deswegen bleibe ich jetzt auch hinten bei ihr sitzen. Auf jeden Fall wollte ich euch kurz das Update geben, aber die drei waren eigentlich im Baumarkt wirklich sehr freundlich. Wir sind gleich da, Schatz. Also die waren super lieb, die haben gespielt dort und es war wirklich mit drei Kindern jetzt nicht schlimm, im Baumarkt zu sein. Ich muss die kleine Maus jetzt mal bespaßen. Dann bis gleich. So, wir haben schon, den nächsten Tag ist gut, wir haben schon mittlerweile Mittwoch. Und ich habe euch ja alles soweit gefilmt gehabt und wir hatten ja dann einen schnelleren Abbruch als gedacht. Ich habe jetzt den Vlog geschnitten und ich wollte mich gerne persönlich bei euch verabschieden. Ja, wir mussten ja aus dem Bauhaus etwas schneller rausgehen, da
die Zeit, wie weggerannt ist da drin und wir die Felice vom Kindergeburtstag auch wieder abholen mussten. Wir waren jetzt noch nicht wieder dort, aber wir wissen jetzt ganz genau, was wir wollen oder wie wir das auch gestalten können. Und von den Farben her wollte ich euch das schon mal zumindest zeigen in diesem Vlog noch, bevor wir dann an die Kinderzimmergestaltung bei der Carla gehen, weil ich denke, da werde ich auch ein bisschen mitfilmen. Ich finde das immer ganz interessant, bei anderen Kanälen anzugucken. Deswegen denke ich mir, wir machen das einfach so, dass wir euch auch ein bisschen mitnehmen zu der Gestaltung von dem Kinderzimmer. Und ja, deswegen werde ich jetzt euch schon mal die Farbnuancen zeigen, die wir uns ausgesucht haben. Und wir werden das kombinieren mit einem Stuck, mit Paneelen, so ähnlich wird das laufen. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt die Farbe haben wir uns entschieden. Carla hätte gern in der Farbe noch etwas Glitzer mit drin. Das ist total cool, das gibt es dort, habe ich euch ja gesagt. Und das werden wir wahrscheinlich mit reinmischen, aber ganz dezent. Also jetzt nicht übertrieben Glitzer, sondern wirklich ganz dezent. Und da die Farbe auch eher so ein Mintgrün, grün-grau ist, ist es auch nicht weiter schlimm, wenn da ein bisschen Glitzer mit drin ist. Dann wird es nicht so girly-girly-mäßig, sondern das Zimmer ist ja dann in rosa Bärentönen und ein bisschen Grün dabei. Also ich denke, es wird ganz gut passen. Ich zeige euch jetzt mal die Farbtöne, in die es gehen sollte. Einen Moment mal. Genau, da seht ihr sie. Also ich finde diesen Farbton ganz schön. Der hier ist ein Ticken, man sieht das jetzt in der Kamera schlecht, ein Ticken dunkler als dieser Ton hier. Den finde ich eigentlich richtig schön. Also wir streichen nicht die ganze Wand, sondern nur ein Element davon. Das wäre dieser Ton hier. Hier fand ich auch die 23 sehr schön, kommt dem auch sehr nah, ne? Wenn ich euch das jetzt hier hinlege. Kommt dem auch sehr nah, bloß ist der ein bisschen, finde ich, ja, ein bisschen gräulicher und der ist hier ein bisschen mehr mintgrün, würde ich jetzt mal behaupten. Aber in diese Richtung wird es gehen, also ich bin für diesen Farbton hier. Ja, und das werden wir soweit dann alles vorbereiten, beziehungsweise schauen wir, wann wir das unterkriegen und das noch machen können. Jetzt werde ich mich dann an das Video setzen. Ich habe mich schon dran gesetzt und werde dieses letzte Element noch mit einfügen, damit ich den Vlog euch so schnell wie möglich hochladen könnt, damit ihr unseren sozusagen Freitag-Samstag-Vlog sehen könnt. Und ich hoffe, ihr seid bei unserem nächsten Video wieder mit dabei und ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!